Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas ungewöhnlicheren Unboxing auf diesem Kanal. Hallo. Und zwar schauen wir uns jetzt etwas ein, das einen halben Shitstorm schon im Internet kassiert hat, nämlich das limitierte Release von Mario 3D All-Stars für die Nintendo Switch, das ja nur bis zum 31. März 2021 sowohl digital als auch physisch vertrieben wird. Danach scheint es ja, dass wir nur angewiesen sind auf Secondhand-Ware. Ja, soweit ich weiß, ist es auch zum Beispiel auf Amazon heute, Tag des Releases, war es ziemlich bös ausverkauft. Also die aktuelle Limitierungszahl ist nicht bekannt, aber ich denke, sie werden sich schon knapp an den Auflagen gehalten, also halten, dass es nicht zu viel im Laden übrig bleibt ab dem Zeitpunkt zum 31.04. hinaus. April, gell? März. 31. März, Dritten, also ab Entschuldigung. 1.4. April gibt es kein billiges Mario mehr. Was man hier auch direkt sieht, es entsprechen die Steuerungsmethoden für Galaxy und Sunshine wurden etwas angepasst, beziehungsweise das Bildverhältnis, die Spieleranzahl, TV-Modus und auch die Sprachen der verschiedenen Spiele unterscheiden sich leicht. Inklusive hier natürlich, dass man über die Switch den Soundtrack dieser Spiele sich zu Gemüte führen kann. Aber ansonsten haben wir hiervon nichts Spezielles zu erwarten. Wir haben lediglich hier die Cartridge. Normales kleines Schwarz. Wäre eigentlich schön gewesen, hätte man es beispielsweise jetzt in Mario-Gedenken rot gehalten, wie auch damals die Pokémon-Editionen andere Farben mal hatten. Leg's mal ab, vielleicht schmeckt's nach den Pilzen. Ich glaube, das tue ich nicht. Und hier haben wir ansonsten innen drin nur ein paar Highlights aus den verschiedenen Spielen. Aber ja. Das bekommt man für dieses super limitierte Bundle. Ihr seht ja, wir haben es geholt. Wir werden es nicht als Neuware für 100 € jetzt verkaufen versuchen, denn wir haben es aufgepackt und werden es dann wahrscheinlich demnächst wieder auf dem Handheld spielen. Nummer eins, das und Nummer zwei, wir werden es auch behalten, weil es ist ein Spiel und wir sind eher weniger die, die für sehr viel Geld resellen. Das gehört sich auch einfach bei manchen Sachen nicht. Aber man kann jetzt natürlich auch darüber streiten, ob es sich von Nintendo gehört, dass man hier überhaupt einen begrenzten Release nur hat. Gut, man Was muss. haltet ihr von dem ganzen Thema? Ja, man muss aber noch dazu sagen, Entschuldigung. Für den Preis finde ich es noch ganz halbwegs in Ordnung. Wir haben jetzt 60 € knapp bezahlt für drei vollwertige Spiele. Alte Spiele, ja, aber vollwertig trotzdem. Das heißt also 20 € etwa pro Spiel, was immer noch in Ordnung ist. Man möge zwar sich ein bisschen über die Teile uneinig sein. Es gibt ja Leute, die sind mit einigen der Teile nicht so ganz begeistert. Aber für den Preis ist es dennoch in Ordnung. Naja, man hätte eventuell auch einen anderen Port für Mario 64 benutzen können oder Galaxy 2. Das sind halt eben auch die Sachen, die im Internet groß kursieren. Aber wie bereits gesagt, lasst uns gern wissen, was haltet ihr von der ganzen Debatte um das Spiel? Und habt ihr euch's geholt? Habt ihr es digital geholt? Oder werdet ihr einfach es boykottieren? Jedenfalls, bleibt fair, habt noch einen traumhaften Tag. Tschüss!